Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja, ich bin immer noch dabei, gegen das Viech hier endlich zu... Na, endlich! Totalabwehr! Das ist was sehr, sehr Wichtiges, was man braucht. Für... Ist sehr wichtig, denn es macht Protest und Shell gleichzeitig. Also das werden wir aber gleich sehen dann. Und da wir jetzt eh schon kurz vor dem Morast sind, nehme ich euch mit. So, aber jetzt geht es natürlich los. Auf zu der Höhle oder zu diesem Teil da. Dann. So. Jetzt geht's weiter. Wir gehen hierauf. Es gibt zwei verschiedene Wege, wo man gehen kann. Einen, entweder geht jetzt, wenn ihr bei Mogris seid, gleich nach links und dann weiter. Und nach rechts. Und ganz hinten ist ein Gestrüpp, wo ihr reingehen könnt. Oder beim Frösche fangen was ist ganz wichtig, immer ein Männchen und ein Weibchen übrig lassen. Oder ihr geht, so wie ich, jetzt muss ich mal kurz meine Ausrüstung checken. Wir haben ziemlich viele jetzt etwas erlernt. Lilly habe ich übrigens das Barett gegeben, da sie ja da Vitra erlernt, weil Ramu ist vorher schon fertig geworden, wie ich das, den Gegner gesucht habe. Und da sind ein bisschen ein Level auch aufgestiegen und so. Und die Hermesstiefel hat jetzt Fifi, weil er auch immer Hast erlernen soll. Mhm. So, oder der andere Weg ist, ihr geht gleich hier beim Haus nach links. Ah, nach rechts. Was habe ich immer mit links? Quina, wo gehst du hin? Ich krieg auf alle Bank. Lass die Frösche Frösche sein und hilf uns den Eingang zu finden. Hey, Quina, warte doch. Und da stapft er dahin. Mann, immer nur Ärger mit diesem Quina. Frösche, Mann. Quina. Wartet. Kratschel. Ach, Quina. Jetzt ist er mir schon wieder ein bisschen. Hey, Quina, vergiss die Frösche. Schau doch, das ist doch der Engel zur Mine, den wir gesucht haben, oder nicht? Den habe ich vorher noch nie gesehen. Fanny, geh mir da wirklich rein. Aber hallo und wie wir da reingehen werden. Vielleicht kommen wir so zum äußeren Kontinent. Alles klar. Ja, ich werde jetzt nochmal verteilen. Fifi und Lilly bekommen einen Äther. Und los geht's. Wir gehen jetzt da hinein. In diese Höhle. Mal schauen, was da zu suchen und zu finden gibt. Fossilienmine. Hallo. Ist da irgendetwas? Es ist zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Nö, da ist nichts drin. Was ist jetzt los? Das hört sich gar nicht gut an. Wir kommen nicht mehr raus. Jetzt kommt's aber knüppeldick. Ja, das Ding bitte nicht besiegen. Einfach weglaufen und schauen, dass ihr nicht von diesen Hackebeilen da getroffen werdet.
dass sie halten euch nur auf. Also einfach immer schnurstracks gerade weglaufen vor diesem Viech da. Weil der Kampf bringt euch sowieso nichts. Oh, laufen, laufen. Oh, und was ist jetzt? Hallo? Oh, spring, Gott sei Dank. So. Und? Tut mir leid, Wifi. Bist du in Ordnung? So halbwegs. Vorsicht! Weg da! Das war aber haarscharf. So, was Blödes. Ist ein Fuschen, Droschke. Wer ist da? Ich habe lange nicht mehr gesprochen. Ich habe dich gesucht, ist das gar nicht? Wer ist denn die hübsche, die junge Dame? Ja, auf zu belassen, Bernie. Jawohl. Ich bin Lani. Und ich habe die auf der Suche nach Prinzessin Garnet auf Befehl im Majestät König Brane. Auf Mutters Befehl? Was möchte Mutter denn von mir? Aber eins schon mal vorweg. Nach Alexandria kehre ich nicht zurück. Naja, eigentlich ist die Königin auch gar nicht so sehr an dir selbst interessiert, Prinzessin. Was soll das heißen? Vielmehr an den Gegenstand, den du aus dem Schloss entwendet hast. Ich bin mir so dreist und verlange ihn zurück. Ihr Majestät besteht nämlich drauf. Das kommst du nicht. Aber... Wir wollten doch nicht unvernünftig sein, oder? So viel Glück wie vorhin hast du kein zweites Mal. Wenn du weißt, was gesund für dich ist, dann gibst du ihn mir. Also, sei brav und rück diesen verfluchten Tag raus. Dieses Höllengefährt vorhin hast du also auf uns gehetzt? Der Junge kapiert schnell. Und naja, wenn die Prinzessin dabei umgekommen wäre, tja, im Schloss hätte es wohl niemand geweint. Was willst du damit sagen? Er kapiert doch nicht so schnell. Also, in meinem Auftrag erhielt, da hieß es, jedenfalls nicht von und der Prinzessin darf auf keinen Fall etwas zustoßen oder so etwas ähnliches. Aber Mutter würde doch niemals. Froh jetzt! Also nun gib schon her, die verdammte Kette! Oder muss ich als Handgreifen werden? Jetzt wird's interessant. Und was ist, wenn sie Nein sagt? Ihr Schwackköpfe! Ich hab so langsam die Schnauze voll von euch! Ja, wir haben auch die Schnauze voll von dir. Nun gut. Kannibale habe ich ausgerüstet, oder ja? Ich glaube schon. Jetzt gibt es einen Bosskampf gegen Lani. Und zwar Lilly zaubert jetzt einmal als erstes Blende. Und wir klauen ganz munter. Fifi macht mal Bio. Und Klima macht einmal. Was macht denn Klima? Klima macht einmal Totalabwehr. Hey, die trifft trotzdem? Hallo? Wie geht das? Tausend Schaden macht Bio, okay. Lilly, dann machst du noch. Jetzt ist ein Shell, haben wir schon. Probier mal Silenzium, ob das funktioniert bei ihr. Fifi. Okay, das funktioniert doch mal nicht. Wir klauen wieder.
Aber vergiften kann man die auch nicht, oder wie? Scheiße. Nein, das war zu viel des Guten. Fifi. Phönixfeder. Aber ich glaube, das klappt jetzt nicht ganz. Ja, aber sie zaubert. Aiora. Queena, greif an. Spieß sie auf mit deiner Gabel. Wir klauen. Und Fifi macht wieder. Phönix wieder. Was tust du da? Zing. Wer fehlt? Queena, gib ihr eine High Potion. Jetzt ist nämlich Queena die ganze Zeit das Ziel. Klau ein. Vita. Ah, braucht man eh nicht. Angriff. Oder soll ich euch da Mut zeigen? Oh, scheiße, verdammte. Jetzt ist Queena tot. Du Onal! Klauen! Und Vita auf Queena. Ich bin noch 3 Minuten. Auf 3 Minuten haben wir noch. Queena Angriff. Fifi. Bio. So, jetzt ist Queena wieder geheilt. Boah, 778 Schaden. Queena, du überrascht mich immer wieder. Dann mach mal Vita auf mich selbst. Queena greift an. Das Scheiße ist eben nur, dass man bei Lani gar nichts bekommt. Das heißt, weder AP noch MP noch irgendwas anderes. Bio. Ich bin, weiß jetzt nicht, habe ich schon ein Gladius gestohlen oder nicht? Bin mir jetzt nämlich nicht sicher. Jetzt ist Queena wieder das Ziel. Vita auf Queena. Ach, Lani, gib doch endlich auf. Jetzt gibt sie auf. Ihr seid stärker als erwartet. Und das ist sich schön in diesem Video aufgegangen. Wunderbar. Allein habe ich mich da wohl etwas übernommen. Na dann, erstmal eine strategische Rückzug. Ja, wir sind hier in der Fossilienmine. Als erstes schauen, Korallschwert ist eine Waffe für Steiner. Habe ich jetzt den Gladius geklaut oder nicht? Nein, habe ich nicht. Okay. Das heißt, ja, beim Anlegen haben wir sowieso nichts. Jetzt checke ich noch mal kurz meine Ability durch. Immer hast lassen wir zur Zeit einmal liegen. Das brauche ich jetzt eigentlich nur noch. Jetzt können wir eigentlich Götterschweigen dazu nehmen. Der Queena Ability Up.
So. Ich glaube, das war's. Ability up. Bin ich der Einzige, der was noch nicht Ability up hat? Naja, kann man nichts machen. Ja, Leute, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge bei Let's Play Final Fantasy 9. Leute, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.